Wir bezeichnen heute diese Ereignisse jetzt auch offiziell als das, was sie gewesen sind, ein Völkermord. Wir bekennen uns damit auch zu unserer historischen Verantwortung. Und im Lichte dieser historischen und auch moralischen Verantwortung Deutschlands werden wir Namibia und die Nachkommen der Opfer um Vergebung bitten. Unser Ziel ist es, einen gemeinsamen Weg zu echter Versöhnung im Angedenken an die Opfer zu finden. Und dazu gehört, dass wir die Ereignisse der deutschen Kolonialzeit im heutigen Namibia und insbesondere die Gräueltaten aus der Zeit von 1904 bis 1908 ganz klar benennen. Und als Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids, das den Opfern zugefügt wurde, wollen wir Namibia und die Nachkommen der Opfer mit einem substanziellen Programm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro unterstützen. Und dabei wird es ganz besonders um Wiederaufbau und Entwicklung gehen.